Hallo Leute, willkommen zurück bei den Top 100 Games. Diesmal mit dem Spiel Darksiders 3. Du kannst mich nicht aufhalten. Erstmal eine Zwischensequenz. Oh, das habe ich gar nicht vor. Die Menschheit wird schrecklich überschätzt. Ich bin nicht ihretwegen hier. Ich gehöre ganz dir. Oh, ausweichen. Ja. Nein, du. Oh Gott, hier. Ich muss erstmal wieder üben. Ah, fuck. Ich hätte jumpen müssen. Okay. Oh Gott, ich bin so schlecht. Okay. Da hoch. Das heißt, nein, wow. Nein, nein, oh Gott, ja, ah, super war's. Nicht schon wieder. Ich hasse es mittlerweile. Bisschen ungenau die Steuerung hier. Oh, komm. Jetzt aber alle und dann ist drei. Hä? Eidlich. Ach komm. Ah Mann. Jetzt komm. Nicht schon wieder hier. Aha. Was? Nein. Aha. Ja, ich begreif's, ja. Aha. Okay, dreimal. Aha. Endlich. So, und? Hübsch. Komm und hol ihn dir. Das Vieh ist einfach geil. Das habe ich. Sieh her. Hm.
Dieser Talisman. Das ist ein Gefäß. Knight bewahrte darin die Energie der 6 anderen auf. Er wird ein passendes Gefängnis für die anderen, sobald ihre physische Gestalt zerstört wurde. Wenn ich darf, da kommt ein, eine Art Summen aus dem Talisman. Dieses Leuchten. Wenn eine der 7 in der Nähe ist, ich weiß. So klug. Der Rat hat in Bezug auf dich nicht zu viel versprochen, Herrin. Langsam gefällt mir der Klang deiner Stimme, Beobachterin. Aha. Na dann, Talisman der Sünde. Gucken. Lucha-Kristalle. So, jetzt kann ich, nachdem der erste Bossfight mal dabei ist und ich geschafft habe, kann ich euch mal erzählen, warum ich Darksiders 3 ausgewählt habe. Und jetzt zum Beispiel nicht Darksiders 1 oder 2. Und zwar, Darksiders 3 ist eine Hommage auch an die Dark Souls-Spiele. Das heißt, es ist schwerer, es ist härter zu spielen und man stirbt nach relativ wenig Schlägen. Das allein ist aber nicht das Alleinstellungsmerkmal, sondern es ist dieses Spielen mit dieser Peitsche als Waffe ist geil. Auch die Ausweichfähigkeit. Den Talisman, die anderen Todsünden aufzuspüren, wird schwierig. Knight war sehr leicht aufzuspüren. Das war ein Geschenk. Hm. Darauf würde ich nicht noch einmal hoffen. Noch etwas hinzuzufügen? Nur, was du vermutlich schon weißt. Die Armeen von Himmel und Hölle haben die Menschenwelt in einzelne Einflussbereiche unterteilt. Sieh dich um. Die Turbulenzen, die wir erlebt haben, sind die Personifizierung des Kampfes zwischen Ordnung und Chaos. Du hast dir angesichts dieser Umgebung eine wenig beneidenswerte Aufgabe ausgesucht. Gerade das macht den Spaß aus. Die anderen Sünden verbergen sich in dieser zerstörten Welt. Sie greifen in ihrem Streben nach Macht Engel wie Dämonen gleichermaßen an. Ihre Überheblichkeit wird mich direkt zu ihnen führen. Vielleicht, aber du wirst Hilfe brauchen. Was immer ich brauche, nehme ich mir, Beobachterin. Und trotzdem ist es eine Welt, die auch miteinander verwoben ist. Es gibt dann Abkürzungen etc. Hat diesen coolen Dash und macht auch richtig Spaß. Man kriegt auch ein paar Upgrades, aber man tut sich eher auf seine Fähigkeiten verlassen. Okay. Ciao. Hier ist der Wulgrim. Oder? Ich glaube jedenfalls. Ich wusste, dass Krieg all das eines Tages entfesseln wird. Storytechnisch. Seine Gaben sind vereint. Ich versuche euch mal zu zeigen, dass du unter deinen Reiterbrüdern unerreicht bist. Wenn er genau ausmacht, macht es so ein Timing. Achtung. Jetzt war es zu schnell. Wenn er genau im exakten Modus also gleich ausweicht, gibt es so eine Zeitlupe. Dann könnt ihr auch einen Schlag dann treffen, was natürlich auch geil ist und auch Spaß macht. Ich will mal wissen, ob das... Nee, kann ich noch nicht. Es gibt auch ein paar Secrets zu finden. Leider wird das Erforschen nicht so ganz belohnt. Aber es macht dieses Kampfsystem macht sehr viel Spaß. Diese Welt finde ich auch toll. Es ist einfach etwas, was auch richtig Laune macht. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, ist die Kameraperspektive, finde ich persönlich. Aber ansonsten ist es echt cool und macht einfach richtig Spaß. Und vor allem die Leute, der Grafikstil gefällt mir auch sehr. Da kann man zum Beispiel dann mit einer späteren Fähigkeit da hoch. Es ist alles verwoben, hat alles Kopf und Fuß, das Ganze. Da geht's weiter, das sind wieder ein paar kleine Viecher. Oh Gott. Oh, jetzt bin ich genau reingelaufen.
Yeah, Peitschen-Style. Auf jeden Fall auch immer hinter alle Ecken schauen. Natürlich, das ist natürlich auch sehr wichtig. Geht es eigentlich hier rein, aber es geht auch die Möglichkeit, auch hier weiter. Ja, jetzt kommen ein paar mehr. Sie haben sich wirklich ein bisschen an dieser Dark Souls Formel orientiert und ich finde es gar nicht so schlecht, weil es bringt ein bisschen mehr Spannung rein, sage ich jetzt mal. Bei den anderen sah zwar auch stylisch zum Beispiel aus, aber es war jetzt nie so, dass man gedacht hat, oh, das ist sehr... Ah, da könnte man auch dann hoch, aber die Fähigkeit haben wir noch nicht. Okay. Oh, da ist wieder was. Es war halt nie irgendwie so richtig schwer, sage ich jetzt mal. Weiter hier? Ich weiß gar nicht. Nee, oh Gott. Nein. Oh oh. So. Genau in die Falle reingelaufen hier. Ich finde das Spiel auf jeden Fall richtig spaßig, sehr atmosphärisch. Spielt übrigens auch zur selben Zeit wie Teil 1 und Teil 2. Das heißt, storytechnisch spielen wir parallel, wie auch die anderen Teile. Das finde ich ein bisschen schade, dass es nicht so ganz die Story weiter gesponnen hat. Aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, auch das erste Mal, wo ich es gespielt habe. Und für mich ist es zu Recht in den Top 100, weil es ein bisschen einfacher ist als Dark Souls, trotzdem die Formel hat und aber in einer wunderschönen Welt drin ist. Interessante Charaktere zu bieten hat. Und für mich einfach funktioniert als Spiel. Ah. Oh, jetzt, ja genau, habt ihr das gesehen? Stylo. Habt ihr gesehen? Wenn ihr gut ausweichen könnt, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal sehr viel gewonnen. Das da kann man dann weg. Schlagen. Ich glaube, hier gibt es eine Bombe. Also die Rätsel sind jetzt auch nicht so schwer hier in dem Spiel. Ah ja, das ist so ein... Ich habe halt noch keine Fernkampfwaffe, das ist ein bisschen schade. Aber ich lasse den jetzt erstmal pennen. Kümmere mich mal um die anderen. Ah, verdammt. Oh Gott. Das ist diese Kamera, die mich ein bisschen nervt. Zum Beispiel den da habe ich nicht ganz gesehen. Und so steckt man auf jeden Fall ein, zwei Treffer meistens immer ein, bevor man dann was machen kann. Da ist ein größerer Brocken, aber den würde ich jetzt gerne legen. Ich glaube, das kriege ich auch hin. Erstmal eine Runde schlagen. Ah, verdammt. Aha. Oh. Oh. Okay. Ich liebe es, wenn die Energie angezeigt wird. Haha. Ha.
Oh, jetzt ist er da. Sehr schön. Die Feuerding kann ich dann irgendwann mal weghauen. Jetzt habe ich die Möglichkeit da hoch. Kann ich da überhaupt hochklettern? Da oben habe ich was gesehen. Also ihr seht auf jeden Fall, es ist auch sehr viel Exploring. Und das macht auf jeden Fall richtig Spaß. Und auch das Kämpfen macht sehr viel Laune. Stärkeverbesserung. Gesockelt, ja. Hier will ich dann irgendwann mit dem Feuer mal durch. Ich glaube, hier bin ich runtergekommen, genau. Das heißt, hier geht es dann weiter. Genau, das war jetzt mal mein kleiner Einblick für euch. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Darksiders 3, wirklich, probiert dieses Spiel aus. Gebt dem Spiel echt eine Chance. Mir gefällt es wunderbar. Es ist sehr toll zum Spielen. Es ist, hat sehr schöne Musik. Es hat eine Heldin, finde ich, die interessant ist, die auch ein bisschen anders ist wie die anderen. Ist auch ein bisschen, hat eine größere Klappe. Lasst euch aber davon nicht abschrecken, auch von dem Dark Souls-Ansatz nicht. Es ist vom Schwierigkeitsgrad fordernd, aber nie unfair, bis auf diese kleinen Stellen mit der Kamera. Und ihr bekommt ein richtig tolles Abenteuer geboten, was, finde ich, richtig Spaß macht und auch im Gedächtnis bleibt, finde ich. Weil, ja, der Grafikstil, auch die Geschichte gegen Ende, alles setzt sich wunderbar zusammen und macht auch richtig Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns in Darksiders 3, also dass ihr das spielt. Das war euer Bolzholz.